Oh, guckt mal, ein Drache. Ja, wir machen bei einer Invasion mit. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin ein bisschen zu spät, ja, ein bisschen später. Ich wollte auch die Ding zeigen, aber man lockt sich natürlich da oben beim Erdelementar. Nein, Wasserelementar, weiß ich nicht. Vor allem das, was wir letztens gemacht haben. Ein und muss zuerst hier runterkommen. Aber ja, der Drache können wir noch nachschauen. Ich hoffe nur nicht, dass ich hier irgendwo angegriffen werde von Wachen. Weil wir ja erst Level 45 sind, machen die schön fest Aua. Not cool. So. Jetzt ist neuer Beschi hier. Aha. So, ah, oh, das sind alte Zeiten. Hier im Wald habe ich immer gelevelt, dann den Ork-Captain. Die waren leider ein bisschen scheiße zum Leveln, gaben fast kein Loot. Aber es waren noch Zeiten. Das war so cool. Und ja, die Geister haben mich da immer angegriffen. So, wie weit seid ihr und wo seid ihr überhaupt? Ah, muss man einfach durchhocken. Sind die schon drinnen? Aha. Party, please. Ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, wenn die hier. Sind. Die machen viel Schaden. Das sind sogar eine von Niflheim. So. Okay, sind alles hochlevelige. Einer ist nicht so hochlevelig, aber. Ich traue mich nicht, wenn so viele auf einmal sind. Die werden mich mobben. Die werden auf mich gehen. Oh, da ist einer gestorben. Bot-Tick. So. Und wenn ich jetzt reingehe. Ja, du musst das Tor angreifen. Vorher hast du nämlich nicht. Okay, Partys sind wieder solche Leute, die nie Partys machen. Von mir aus. Oder Partys mit Leuten mache, die, ja, ich bin tot. Siehst du, die gehen immer auf mich sofort. Oh. Dann wiederbelebt mich wenigstens. Lol, man kann bei Herbert und Algoros hier wieder ankommen. Ja, ich glaube, der konzentriert sich nicht auf mich. So ist noch am Kämpfen. Ein Jäger ist auch noch hier. Ich werde sonst mal Herbert, weil der braucht noch nämlich noch für den Bobtech. Da ist Lauri von Turio. Ich will auch dabei sein. Was Bloody Strike ist ein Jäger? Okay. Hätte jetzt eher gedacht, Barbar oder Schütze. Dass jemand, der halt Blut macht. Ist nur Lauri Ventura hier als Beschwörer.
So, da wieder ab. Ich finde es nicht gut, dass er schwarz-weiß ist. Also, sieht man, wenn man tot ist, nur noch schwarz-weiß? Sieht man überhaupt noch etwas? Macht doch keinen Unterschied, ob es schwarz-weiß oder farbig ist. Ich stecke so ein bisschen im Tor drin. Das ist auch interessant. Ja, ja. Gated Set, das ist wahrscheinlich das, was man entweder Crit macht oder Buffs, Debuffs, also Stunts aus. Nein, Stunts aushält ist irgendwie Top-Such, glaube ich. Du bist Entertain. Ah, das ist, glaube ich, ein Magier, Hexe oder Beshi-Fähigkeit, jetzt weiß ich gar nicht welche. Ja, haut doch ab. Oh, jetzt haben sie. Sind zu viele gekommen. Herr Brett, bis am nächsten. So, lol, hier. Fragt sich. Aha, das ist hier. Das ist sogar näher. So, jetzt fragt sich, wo die Spieler sind und wo die Sirten sind, weil die Sirten möchte ich nicht treffen. Ich glaube, die sind, kommen jetzt wahrscheinlich dann zu mir und schneiden mich ab mit dem Schützen. Seine Dinge, Schützen haben mit einer Fähigkeit so viel Reichweite, dass ich sie nicht mal sehe, weil sie noch nicht angezeigt werden, habe die mich schon abschießen können. Vor allem habe ich irgendwie so eine geringe Reichweite, also nicht wie so. Momentan ist gerade die Sichtweite extrem scheiße. Nein, sie ist immer so scheiße, aber eben. Ich mag Schützen nicht. Ab Schützen wurden, glaube ich, mal genervt, also. Mich hat mal ein Level 60 Geschütze angegriffen und ich konnte ihn fast erreichen, bevor er mich getötet hat. Also wahrscheinlich hat er echt wenig Schaden bekommen, also gemacht. Und ich habe irgendwie nur 60 Schaden oder 100 Schaden bekommen und das mit Level, weiß nicht, 43 war ich da. Konnte auch sein, dass er einfach scheiße Ausrüstung hat. Vielleicht erst Level 60 wurde oder weiß auch nicht was. Auf einem war er sehr schwer. Und das heißt meistens momentan, dass es so ist. Ja, was soll ich jetzt machen? Nicht therapierbar aus der Anstalt. Oh, jetzt ist er tot. So, ich werde mich jetzt einfach ein bisschen im Ding Rückhalt halten und dann, wenn. Wenn es wenig Sinn angreifen. Aber das Tor werde ich nicht angreifen. Sonst bin ich nicht wieder das erste Opfer, wenn sie rauskommen. Ja, den könnte ich mal angreifen. Ja, haut er ab. Wieso kann man eigentlich die Enoa nicht angreifen? Einfach nur da. Kann man nicht angreifen, gell? Nö, kann man sogar reden. Und ja, komm mal. So kann man das Ding nicht angreifen. Haut immer ab! Haut einfach immer. 1000 Schaden. Von wem? Also ich mach keinen 1000 Schaden. Die regeneriert zu fest. Also ich gehe jetzt weg. Die regeneriert ja viel zu fest. Oh je. Der Dach kommt wieder. Ey, ich wollte ihn doch angreifen. Na toll.
Kann ich nicht mal angreifen, wenn ich draufklicke. Ich wurde doch auch ein bisschen AP. Hm. Jetzt haut er wieder ab. Das sind so Feiglinge. Wieso geht das überhaupt? Wenn man eine Belagerung ist, ist das Tor eigentlich immer zu. Alle sind blind. Ja, toll. Der wird extrem viele RP bekommen, also den Kriegspunkte. Nein, ich werde jetzt nicht mehr weiter, also es bringt sowieso nicht, die wird noch 20 Jahre dran kloppen. Ich warte wieder bis die Forts. Ja, wir könnten hier noch ein bisschen erkunden. Wir könnten hier unten eigentlich ein bisschen leveln. Wenn diese Leute sowieso am Schlafen sind, kann man auch ein Zürdis leveln. Eben, das Problem ist halt einfach momentan, dass so wenig Gegner da sind, um eine Invasion zu machen. Und ich natürlich im ersten Opfer bin von diesem Barbar und der macht recht viel Damage, der ist richtig gut. Da bringt es einfach nicht, dort zu sein. Ich habe es jetzt dreimal gezeigt. Und mehr kann ich also erst zeigen, wenn ich dann ein bisschen höher levelig bin. Ach, übrigens habe ich da einen schönen Hammer geschenkt bekommen. Dankeschön dafür. Ich hoffe eben, er ist nicht verflucht oder so. Wenn ihr den letzten Part gesehen habt, dann habt ihr es, glaube ich, auch entdeckt. Also, ja, wie ich ihn bekommen habe. Und ja, hier sind alles schlechtlevelige Zyklopen-Lehrling. Gibt es hier nicht bessere? Sind die schon weg? Dann war ich ja gar nicht so hochlevelig, als ich hier gelevelt habe. Ah, ich glaube, ich bin nur Level 34 oder so war ich damals. Und habe es einfach nicht mehr so richtig im Kopf. So. Ja, die Kloppenlehrlinge bringt es nicht. Dann müssen wir fast hinter Eferias. Ja, rennen wir mal dorthin. Baba. Ich gehe auf den Baba. Das ist die neue Aussprache von Ertel. Ich gehe einfach mal zu Baba. So. Also ich schreibe immer BRB. Rabarbara. Hier wären Steingolems, aber nein. Golems, nein, nie angreifen. Die sind zwar leicht zu besiegen, aber die geben keinen Loot. So. Rissiger. Riesiger Steingolem, dann wären sie low-levelig. Ich glaube, hier oben gibt es Orks. Mal schauen, ob die Orks irgendwas interessant sind. Aber ich glaube kaum. Also hier sind alle weiß. Da ist auch ein hellblauer grüner. Ach man, ich habe irgendwas mit Blau. Wahrscheinlich von welchem Spiel sind die Gegner wieder blau? Weiß ja nicht. So. Und wo sind die Orks? Sind die hier gar keine Orks? Ah, ich weiß es nicht. Ah, Zyklopen sind hier oben. Da ist wirklich nichts. Die sind alle sehr, sehr low-levelig. Also so levelig, dass sie weiß sind. Dann bringt es hier nichts. Kann man hier runter irgendwo? Natürlich nicht, oder?
Das überleben wir nicht. Oder überleben ist knapp, aber dann ist es ja langweilig, weil wir regenerieren müssen. Ja, dann gehen wir wieder runter. Na toll. Wir haben keine Mobs zum Leveln. So schlimm. Ich muss ein bisschen Kisten mitnehmen. Die sind recht hochlevelig, also bringen viel Gold. Also dazu eben die Chance, große Gegenstände zu bekommen, aber es ist so sehr extrem selten. Wenn sie viel Gold geben, dann geben sie natürlich auch bessere Items. Oh, schon um. Ja, natürlich. Das war natürlich so klar. Auf ganze Reihe verloren. Ja, hier könnten wir mal kurz ein bisschen. Naja. Ich weiß ja nicht, Steingoleme. Wenn ich kein Loot bekomme von denen, keine Golems mehr. So, haben wir Minus? Nein, ich habe kein Monster. Nö. Ich bin nicht von einem Monster und von Ding gestorben. 7. Ja, genau. Das mag ich auch nicht, wenn sie es dann. Also, die geben gar nichts. Der nächste gibt auch nichts. Der gibt. Oh, ein Golemfels. Nein. Jetzt bin ich doch ganz tausendmal besser. Hätte ich jetzt nie gedacht. Voll geiles Upgrade. Oh, sogar noch ein Gestein. Nicht schlecht. Ah, komm jetzt. Irgendwie hört manchmal der Charakter auf zu rennen. Muss man immer wieder nochmal W drücken. Ja, bringt die jetzt auch mal irgendwas? Oh. Ja, Erfahrung wenigstens gut. Schlimm. Wieso habt ihr überhaupt Steingolems reingebracht, wenn die gar keinen Loot geben? Und nur so, ja, nur Loot geben und keine Sachen. Ja, seht ihr, Golemfels. Scheiß Loot. Hm, die geben nix. Komm schneller. Ah, die geben wirklich gar nichts. Jetzt muss ich hoffen, dass ich um Alpharius komme, ohne dass ich irgendwie von einer Wache angegriffen werde. Riesige Eidesse. Die ist auch ein bisschen rissig. Eine Sonnenträne. Naja, die habe ich schon mal bekommen von irgendeinem Golem. Oder ähnliches. Ein Rubin. Kommen die auch schon. Smaragde bekommt man mit irgendwie Level 10 schon, aber Rubine erst mit Level 45. Ja, jetzt geben sie wenigstens ein bisschen besseren Loot, aber auch unter aller Sau. Oh, lalalalala. Ja, genau. Spawn noch einen neben dran. Danke, Spiel. So. Also jetzt gehen wir weiter. Kein Bock. Auf keine Loot-Gegner. Hm. Wieso sind die so ja, schwer eigentlich? Bei der Anzahl, die man bekommt, sind die recht schwer. Für Quests aufbewahren bringt es wirklich rein gar nichts. Genius! Oh, Schildkröten. Nein, die sind ein bisschen zäh, glaube ich. Aber könnten wir auch mal ausprobieren, oder? So. Ja, greif an, komm. Yay! Noch mehr Loot. Ich
Wenn ich so manchmal ungefähr 5 Stunden levele, also so richtig viele verschiedene Gegner angreifen, so muss ich stundenlang im Händler-Ding die Items-Ding. Wieso geht es nicht, dass man die Items einfach rüberschieben kann und mit Umschalt oder so aufsplitten kann? Ich weiß nicht, das ist sowas von unhandlich. Wenn man die ganze Zeit auch noch bestätigen muss. Wenn man doch irgendwas reintut, dann wird man doch meistens alles reintun. Naja. Manchmal denkt man einfach, die Entwickler lernen überhaupt nichts. Die bekommen auch nicht viel mit. Und finde ich ein bisschen schade, weil Regnum hätte das Potenzial zu einem richtig guten Spiel. Aber da muss man auch etwas können. Da muss man intelligent sein. Ich weiß nicht, wie intelligent die Südamerikaner sind, also die Argentinier. Aber wenn man ein Spiel so auf den Markt bringt, dass es zwar richtig Potenzial hat, aber völlig scheiß entwickelt ist, dann ja. Ich kann schon verstehen, dass die Spieltestseiten da ein paar weniger guten Noten gegeben haben. Aber das Wichtigste ist, es bietet immerhin etwas, was Spaß macht. Und genau das bietet... Hä? Ist es hier eine Arena? Hä? Was ist das für eine Arena? Aha, lol, wir sind so nah an Dosim. Ja, klar, Dosim ist die Arena von den Zirn. Sagte ich schon, was macht eine Arena hier im Meer? So. Ja, ist klar, man sieht halt die Brücke nicht und man meint, es ist weit weg von Festland dort hinten. So. Aber wir haben ja eine schöne Arena, zwar mehr kaputt, aber sie sieht irgendwie cooler aus auf einem Berg mit Friedhof und alles mögliche. So, leider regenerieren jetzt wieder. Ich frage mich, was jetzt als nächstes in Patch kommt. Wahrscheinlich wieder Bugfixes, die nie auftreten, aber dafür irgendwie 20 Bugs einfügen, die wieder auftreten. Also vermehrt auftreten. Und ich weiß nicht, was die mit dem Balancing gemacht haben. Sie haben ja irgendwie die Stunts genervt, aber trotzdem kann man jetzt die ganze Zeit immer stunnen. Also, wenn man immer stunnen kann, macht das einfach nicht Spaß, oder? Wenn jetzt zum Beispiel 10 Leute gegen 10 kämpfen und es wird immer nur einer gestunt, die ganze Zeit immer nur einer gestunt, dann hat der eigentlich gar nichts zu spielen, weil er ja immer gestunt ist. Und das finde ich eine Frechheit, oder? Man sollte auch so machen, dass zum Beispiel einer, also wenn es 10 in der Nähe sind, dass einer nicht immer gestunt werden kann, sondern nur einmal pro 30 Sekunden oder so. Dass man ja nicht immer das Opfer sein muss. Nur weil man irgendwie ein Barbar ist oder sonst irgendwas. Aber ich habe wirklich Bock, irgendwie so ein Ding zu kaufen. Charakterplatz. Irgendwie, wie teuer sind die? Glaube ich 9800. 9600. Also, zu kaufen und dann einen Schützen- oder Hexenmeister zu machen. Weiß jetzt nicht, welchen ich machen soll. Vor allem möchte ich halt einfach ein bisschen aus der Entfernung auch agieren können, damit ich aufnehmen kann. Weil ich sehe jetzt, wenn man in Schlachten eigentlich weit vorne sein muss, aber dann immer stirbt und dann nicht aufnehmen kann, ist ein bisschen blöd. Ja, ich denke, ich mache einen Schützen. Ich weiß nicht, ob ich einen anderen Charakter dafür löschen soll. Nein, das werde ich nicht. Ich kaufe mir bald wieder einen PaySafe-Card und dann probiere ich mal, ob ich das ganze Geld überwiesen bekommen. Weil Regnum hat irgendwie so eine Angewohnheit bei
Paysafecard nicht zu verstehen, dass eine Paysafecard irgendwie so und so viel wert ist und dann meinen, sie müssen irgendwas schreiben, dann geben sie keine Rückmeldung und lassen dich nur irgendwie 70% der Xymerin. Und finde ich völlige Frechheit, ich weiß nicht, was das soll. Ja, aber halt habe ich eine Kreditkarte, da kann ich per Kreditkarte zahlen, aber es wird wahrscheinlich wieder ein paar Monate länger gehen, weil momentan habe ich keine so Finanz für eine Frau, die sich um Finanzen kümmert. Und deshalb wird es wahrscheinlich jetzt gehen mit der Kreditkarte. Ich frage mich überhaupt, für was ich so etwas brauche. Ich kann ja alles selber machen. Und, aber es ist nun mal so, wenn man irgendwie krank ist, so, dann hat man mega, mega viele Nachteile. Man bekommt eigentlich von den, von der Regierung und überall, von den, weiß nicht, was ich sagen soll, bekommt man eigentlich sehr wenig Vorteile geboten. Dann nehmen die Orangen hier. Das sind wenigstens Aquantis, die geben Loot. Wieso greift alles zu das Herbrettfordern? Wollen die versuchen, Invasion zu starten oder was? Und sie doch sehen, dass so viele Söten on sind. Bringt es kaum mehr das Sonnentrennen von Aquantis. Und hier noch ein grüner Aquantis. Mann, Gott, oh Gott. Wahrscheinlich wieder zu viel Staub geschmeckt, als ich im Esterich, also im Dachboden, aufgeräumt habe gestern Abend. Das muss ich immer machen. Weil wir haben Kaninchen und da muss man ein bisschen sorgen um die. Und die sind im Dachboden, die haben mega schön Luxus, mega viel Platz. Und da muss ich manchmal aushelfen. Meiner Schwester, die hat die Kaninchen. Sie hat ein Kaninchen, die hockt immer im ersten Stock in der Wohnung herum. Das ist mein Vater, seine Wohnung. Meine ist im Erdgeschoss und meine Schwester ist im Dachboden, also im zweiten Stockwerk. Oh, die machen Schaden. Lieber weg. So. Das sieht aus wie eine Kirche irgendwie mit den komischen Fenster. Ich hoffe, der kommt nicht wieder, weil manchmal, wenn sie zurückkehren, kommen sie wieder. Und verschwunden. Ja, der kommt nicht wieder. Hier ist irgendwo ein Wächter. Nein, NPC nur. Gehe ich mal nicht in die Nähe. Ja. Also Elite-Aquanten sind eigentlich auch nicht so gut. Die geben kein Loot. Vor allem jetzt gerade. In diesem kurzen Paar töten nicht. Vor allem möchte ich die dann besiegen, wenn sie normal sind, aber nicht, wenn sie sehr schwer sind. Ja, dann gehen wir zurück. Wir könnten hier durch den Sumpf gehen. Sieht eigentlich auch eher aus wie ein Sumpf, Dschungelsumpf. Aber es ist ein Sumpf. Weil es ein Dschungelsumpf ist. Also. Vor allem sieht es als eher so ein tropischer Sumpf als ein Sumpf, wie wir haben. Wie wir bei Minecraft haben. So. Also. Ja, war eine interessante Folge. Halt ohne richtig viel Erfolg. Aber mal schauen, was wir in den nächsten Folgen so machen. Wahrscheinlich eben Jäger.
Und ja, wahrscheinlich ist die Folge noch ein bisschen zu kurz. Ich habe natürlich wieder die Zeit vergessen einzustellen bei diesem Wollen und Stress, weil ich ja so schnell wie möglich dorthin wollte zum City-Store. Ja, auf jeden Fall, weil ja die anderen Folgen eher länger waren, bisschen überzogen habe, aus einfach Gründen, die eben Quests oder so sind und einfach will. Ein Einwohner, okay. Also, ist diese Folge halt ein bisschen kürzer, aber die nächsten werden wieder größer, also mehr als 25 Minuten, 30 Minuten, bis zu 40, 50, 60. Ich kann mal eine 100-Minuten-Folge machen. Aber weil ja nicht alle so viel geschaut werden, also nicht ganz geschaut werden, bringt es halt auch für mich nicht, außer hohe Hochladzeiten. So, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Drago.